Das wäre super, wenn wir das gleich mal machen. What ails you, my friend? Ja, danke, heil mich mal bitte. Halt, wir wollten uns normale Portions holen. Verdammt, jetzt hab ich so Bock. Dexterity brauchen wir auf jeden Fall. Und wir nehmen noch einmal Mana. Magic. Lightning können wir verkaufen, brauchen wir nicht. Der Ring nehmen wir mit, so Magie. Und Dexterity. Naja. Brauchen auf jeden Fall mehr Dexterity. Die treffen ja echt nichts. Außer die Schlangen. Die Schlangen treffen wir noch gerade so, aber die Ritter. Die stehen nur da, wir schlagen drauf und treffen sie nicht. Wie geht das? Ja, dann sind die irgendwie astral. In Wirklichkeit sind sie ja auch nur Geister, wenn man es überlegt. Sind ja keine richtigen Ritter mehr. Sind ja alles schon. Die sind eigentlich alle gar nicht mehr existent. So. Schade, dass die mein Mana nicht kostenlos auffüllt. Adrian, das wäre wohl zu nett, ne? Mit. Achso, wir müssen noch die verkaufen. I think. Gut. Geht's wieder zurück. Ich brenne richtig darauf. Ich will echt wissen, was die nächsten Gegner sind. Ich hoffe, keine Ritter. Ich habe jetzt erstmal genug von den Rittern. Ja, ich weiß, dass es keine Karte gibt. Außerdem wieder drauf gedrückt. Mit Tab kann man übrigens die Karte aufrufen. Und da komme ich öfters mal drauf, weil 1 und 2 drücke ich ja öfters und die Tab-Taste halt dazu. Okay, jetzt bin ich gespannt. Gucken wir uns erstmal um. Da geht's lang und oben geht's lang. Gehen erstmal hier lang. Ich habe einen Verdacht. Nein. Doom Guards. Sogar noch eine höhere Form von... Ich habe keine Lust mehr auf den Ritter. Keine Lust mehr. Oh, das war ein... Wow, das war ein richtig guter Schlag. Wir dürfen nicht so viel... Auskundschaft mal jemand mehr man sieht, umso mehr sehen die uns. Und dann kommen sie angewuselt. Okay. Okay. Ich muss sagen, die Doom Guards... Oh nein. Und Azur Drakes. Ich glaube, das waren die höheren Schlangen. Ah, die halten noch ein bisschen mehr aus, wie ich gesehen habe. Man kann wirklich so ein Bestarium anbauen an Einheiten. Aber haben die jetzt schwächere Risse geschickt? Ich glaube, die Blood Knights waren, glaube ich, höher als die hier, die wir gerade bekämpfen. Kann das sein? Oder haben wir einfach nur verdammt gutes Glück? Okay, lassen wir die zweimal kommen. Da kommt von der Seite auch noch einer. Ja, irgendwie. Das sehen wir ja dann. Energy und Wisdom. Was mit meinem Mana passiert oder was? Ich habe Angst, dass ich irgendwas verliere. Durch den scheiß Schrein ist es auch möglich. Und da ist es leider permanent. Aber was hat man zu verlieren? Da steht leider nicht drauf, was es für ein Schrein ist. Bei denen gibt es ja sowas nicht mehr. Jetzt kommen ein bisschen viele. Bin gespannt. Oh Gott. Moment, ich habe eine Idee. Ich save mal kurz. So. Oh wei. Wow. Oh, und die heilen doch nicht voll. Oh, die laufen sogar schon drumrum. Also die teilen sich dann ein bisschen ab. Lauf doch endlich mal. Müssen wir sie auf jeden Fall zumachen. Okay, das Firewall ist weg. Oh Gott, diese Schlangen. Jetzt sind die Schlangen schlimmer. Jetzt sind die Schlangen einfach viel schlimmer. Oh Gott. Ich glaube, wir laufen... Ja, wir laufen nur zurück. Okay. Wahrscheinlich die Schlangen auch noch. Ja. Zwei Schlangen weniger. Ja, komm, komm, komm. Lappen wir sie drumrum. Jetzt. Also, ich muss sagen, ich muss jetzt schon Taktik anwenden. Das ist auch sehr schön, muss ich sagen. Fordert mich halt mal wieder ein bisschen. Aber meine Nerven. Das ist nicht so gut. So. Gehen wir mal hier oben lang. Mal ein Quick Sale.
was hier eigentlich hier oben ist. Die Kiste ist hier oben. Aua! Ich denke mal, heilen uns. Mana-Schild. Na, klasse. Unser Mana-Schild hält noch. Jetzt ist es weg. Und unser Mana ruckzucki verloren. Chainmail. Ach so, hier kann man drum rumlaufen. Kurz ausspähen. Hallo? Ich traue mich gar nicht mal ein paar Schritte zu machen. Weil sofort jemand angepisst kommt. Eine Schlange ist kein Ding. Okay. Jetzt muss ich mir wieder umdenken. Jetzt sind die Ritter wieder die die leichten. Und die Schlangen sind natürlich jetzt das A und O hier. Eieiei. Jeder Meter wird erkämpft. Wow. Okay. Okay. Magic und Fire Resistance haben die. Also Elektro funktioniert bei den Dingern. Bei den Rittern. Noch ein Ringmail. Also Rüstung muss ich immer sagen, das war schon immer so, wenn du Rüstung findest, die verkauft sich am besten. Die braucht am meisten Platz im Inventar, aber verkauft sich immer noch am besten. Mein Geld ist immer gut. Oh nein. Okay. Da kommt eins hin, bitte. Die schaffen wir nicht, die schaffen wir denke ich nicht. Können ja mal nochmal versuchen mit einer Firewall hier an der Seite. Gut. Kommt. Also einfach sich drumrum schlängeln und dann von hinten angreifen. Das ist so eigentlich intelligent, muss ich sagen. Aber es nervt mich. So, Dexterity. Jetzt finden wir Dexterity, das ist eigentlich sehr gut. Wir können unsere Geschicklichkeit gleich mal erhöhen. Und wir haben hier unten Vilestand, was auch immer das ist. Ich weiß es gerade selbst nicht. Können ja mal draufklicken. Ein Stab. Staff of Lazarus. Lazarus war der Bischof. Wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang, was ich erzählt habe. Das war der Bischof, der die Dorfbewohner in die Kathedrale gelockt hat. Oh nee. Wir haben keinen Trank mehr, Leute. Wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Huh, das war knapp. Also wir haben den Stab von Lazarus gefunden. Also ist Lazarus vielleicht gar nicht weit. Und der ist auch nicht tot. Wir gehen mit dem Stab, denke ich mal, zu Deckard Cain. Vielleicht weiß der was. This does not bode well, for it confirms my darkest fears. While I did not allow myself to believe the ancient legends, I cannot deny them now. Perhaps the time has come to reveal who I am. My true name is Deckard Cain the Elder, and I am the last descendant of an ancient brotherhood that was dedicated to safeguarding the secrets of a timeless evil. An evil that quite obviously has now been released. The Archbishop Lazarus, once King Leoric's most trusted advisor, led a party of simple townsfolk into the labyrinth to find the king's missing son, Albrecht. Quite some time passed before they returned, and only a few of them escaped with their lives. Curse me for a fool! I should have suspected his veiled treachery then. It must have been Lazarus himself who kidnapped Albrecht and has since hidden him within the labyrinth. I do not understand why the Archbishop turned to the darkness or what his interest is in the child. Unless he means to sacrifice him to his dark masters.
That must be what he has planned. The survivors of his rescue party say that Lazarus was last seen running into the deepest bowels of the labyrinth. You must hurry and save the prince from the sacrificial blade of this demented fiend. Okay, also hier hat sich unsere Frage jetzt komplett geklärt. Hello, my friend. Moment, erstmal schnell identifizieren. Der Bischof Lazarus ist derjenige gewesen, der die Tagebücher geschrieben hat, und er hat Albrecht gekidnappt. Ah, das ist für Magier, sehe ich gerade. Er war es, der die Dorfbewohner eingeloggt hat, das wissen wir ja mittlerweile. Und er war es auch, der Schuld an den ganzen Desaster hier hat. Ist Lazarus vielleicht Diablo? Oder ist er von Diablo besessen? Auf jeden Fall weiß es nicht mal Deckard Cain, der auch uns verraten hat, dass er einer Art Sekte... Also hier steht ja nur Cain, in Wirklichkeit heißt er Deckard Cain, wie er gesagt hat. Dass er einer bestimmten Sekte angehört, die sich auf sowas spezialisiert, auf sowas uralten Bösen. Und dass er deswegen hier ist. Also wir haben jetzt das Vertrauen von Cain auch bekommen, mittlerweile. Gucken wir mal, was können wir noch holen? Dexterity, schön. Um uns mal schön Dexterity. Damit wir schön auch das treffen. Nee. 7000 mehr will ich jetzt nicht ausgeben. Gucken wir mal. Zack, zack. I can't cast that here. Ja, ich wollte zaubern, das wollte ich aber nämlich nicht. So. Gut. Dann holen wir uns noch die Flaschen. Und dann gehen wir wieder zurück. Und wir müssen Lazarus finden. Da waren eigentlich zwei Missionen. Wenn man mal guckt. Arschbischof Lazarus und Lachdanen haben wir noch. Das goldene Elixier noch braucht von uns, um erlöst zu werden. Also langsam spitzt sich die Sache zu, muss ich sagen. Und ja, vielen ist bestimmt schon aufgefallen. Es sieht mittlerweile, gehen wir sehr oft in die Stadt zurück. Aber es muss, ihr seht ja, wir können ja nicht ohne Flaschen reingehen. Am Anfang war es noch so, da haben wir echt viel gedaddelt. Aber hier wird es jetzt richtig ernst. Ach ja, diese ruhige Tristram-Melodie. Das ist mal wieder was Entspannendes im Gegensatz zu den Kämpfen da unten. Oh Gott. Und ich habe irgendwas gehört im Hintergrund, warum, was auch immer das war. Oh, wir treffen besser. Irgendwie leicht besser. Fühlt sich auf jeden Fall nicht so scheiße an, dass wir dauernd nur in die Luft zuwedeln. Ich habe da irgendwas fallen gelassen. Habe ich mir wohl eingebildet. Gucken wir mal hier oben. Oh Gott. Fireball. Los, wer will noch nicht? Wer hat noch nicht? Ja, hier nach hinten schleichen. Ganze Schlange. Haben schon zwei noch. Oh, ich muss sagen, mit der Taktik geht's. Ohne werden wir echt aufgeschmissen. Also, wie gesagt, ich bin wirklich froh, dass wir Firewall gelernt haben, sogar recht frühzeitig. Weil auf normalen Wege geht's gar nicht mehr. Ach du Scheiße. Noch mehr Ritter. Ritter gehen aber ja noch ein bisschen. Na gut, nicht in so einer Masse. Die waren ja resistent, war. Müssen wir gleich dasselbe Spielchen nochmal machen. Nein, nicht heilen! Mann, du Idiot. Da laufen sogar drum rum. Finde ich übrigens cool, dass es schon zu der Zeit so eine Art KI gibt, also dass sie ein bisschen überlegen. Na gut, ganz so schlau sind sie auch wieder nicht, weil manche bleiben ja trotzdem im Feuer stehen. Aber sie laufen teilweise schon auf der anderen Seite. Also ich bin einfach überwältigt. Diese Ausgeklügelten. Ich muss aber auch sagen, in Hellfire ist die KI schlimmer. Denn da kannst du keine Firewall setzen, ohne dass die da durch... Also die laufen da gar nicht durch. Die warten dann, bis die Firewall weg ist. Ist noch schlimmer, die KI. Also hält noch mal kurz Info, Hellfire ist die Erweiterung von Diablo 1. Aber
nicht empfehlenswert. Es ist auch nicht mehr von Blizzard, sondern es ist eine offizielle Version von Sierra. Und sie war sehr schlecht. Hat aber auch nichts mit Diablo-Story mal richtig zurück zu tun, weil das spielt auch ein bisschen nach Diablo. Also nachdem man Diablo besiegt hat, spielt das irgendwie ab. Das irgendwie passt das auch gar nicht so der Hauptstory. Und es ist auch ein neuer Boss da hinzugefügt worden und eine neue Klasse. Und es ist zwar nett, also für Fans ist es nett, muss ich sagen. Aber so im Ganzen, das Gameplay ist scheiße. Die Level sind auch langweilig. Meiner Meinung nach. Wow.